eine Million Liter Regenwasser. Wow. Eine mühselige Arbeit ist, die einzelnen Buschel da hinzusetzen. Also unsere gesamte Versandanlage ist eigentlich ein Kühlsystem. Ohne das funktioniert es nicht. Okay. Ich kann nicht sagen, okay, ich lasse ein paar Pakete 3-4 Tage ganz normal rumstehen, das vergammelt. Also muss runtergekühlt werden. Und kann man sich das so vorstellen? Also drüben werden die Pflanzen produziert und hier wird quasi, das ist wie so ein Picklager, sag ich mal. Das ist noch kein Picklager, ah, das ist ein Zwischenlager. Das heißt, alles was aus den Gewächshäusern kommt, das sehen wir ja gleich, wandert entweder direkt in die Versandanlage oder wenn wir wie hier, das sind dann Partner, die für uns arbeiten, die liefern zweimal in der Woche an. Kommen das erstmal hier als gesamter Vorrat hin und wenn die unten wieder was brauchen, wird es von jetzt hier aufgefüllt quasi so genommen, direkt nach unten. Das Haus hat 2.500 Quadratmeter. Insgesamt haben wir ja 9.000 Quadratmeter hier in Finningen. In Sri Lanka haben wir 60.000 Quadratmeter. 60.000 Quadratmeter. Das ist, ist eigentlich wirklich die modernste Echinocerus-Farm der Welt. Okay. Und ca. 20.000, also fast das Zehnfache von dem, was man hier sieht, sind in Sri Lanka nur Mutterpflanzen. Echinocerus sind immer noch Aquaristik-Klassiker, obwohl der Nano-Trend an denen vorbeigegangen ist und der Aquascaping-Trend auch. Krass. Ja. Aber es wird immer noch. Ich glaube, im Einzelhandel, die Pflanzen sehen so voluminös aus und auch schön. Halt, die Nanopflanzen sind halt meistens sehr klein. Klar. Das ist so, das sieht man erst auf den zweiten Blick, wie schön. Also ich glaube auch so, den Trend zu spüren, dass immer mehr Leute doch wieder größere Aquarien kaufen. Weil ich glaube, es gab viele Neuansteiger in der Aquaristik mit Nano. Ja. Das war irgendwie klein, schnuggelig und. Aber viele haben auch entdeckt, ach so ein großes mit doch größeren Fischen ist ein anderes Feeling. Und vor allem ist es auch das Mainstream-Denken, denke ich. Also wenn ich so Leute treffe, die kein Aquarium haben, ich erzähle, was ich mache, dann sagen sie, ey, ich werde da auch gerne ich hätte mir gerne so ein fettes, großes Aquarium. Also es ist so der erste Gedanke, den jemand hat an seinem, der wäre ein großes, schönes Aquarium. Deshalb wahrscheinlich auch laufen die Echinodorus immer, weil die einfach wirken dann in der Größenordnung. Echinodorus Bleri ist bei uns Topseller Nummer 2. Krass. Nach wie vor. War früher halt immer Nummer 1, aber jetzt hat Anubias Nana der Rang abgelaufen. Ja. Und Topseller Nummer 3 ist Procostomon Helleberi. So. Krass. Dass man halt nicht so viel Wegenetz verliert. Das kommt auch von Sri Lanka, das ist die Hydrocotyle Leucocephala. Extrem schnell wachsende Pflanze, auch gut als. Das ist die frische Sendung. Das war vor einer Woche. Krass. Das vor 2 Wochen. Jetzt werden sie so als XL-Pflanze verkauft. Wow. Ja, die wachsen sehr schnell auch bei uns in der Pflanzenanlage. Kaum legen wir sie hin. Ja, am nächsten Tag sind sie schon oben. Schaupflanzenproduktion, das heißt die Anubias, das was wir als Topf verkaufen in der Größe, setzen wir dann in die großen Steinwollwürfel. Und dann sitzen die hier noch mal 3 bis 4 Monate. Was aus der Community gefragt wurde, warum Steinwolle? Alternative in Erde ist ja keine Alternative, weil wie würde das in einer Verkaufsanlage aussehen? Die Steinwolle ist halt das ideale Material, weil sie halt weder was abgibt oder irgendwie speichert, also ein inertes Substrat und hat natürlich eine perfekte Drainagewirkung. Das kommt ja aus der Hydroponik-Kultur, die es schon länger gibt als die Aquaristik. Also die Wurzeln können sich perfekt verankern. Ja, wir haben ja hier ein Hydrokultursystem. Man kann ja jede Pflanze, es gibt ja in Holland große Gemüsebaubetriebe, die Gemüse über erdelose Sachen machen. Und man hat halt sehr viele Vorteile, was auch die Gesundheit angeht. Wir haben ja alle Nährstoffe sind ja hier in der Nährlösung, also im Wasser enthalten. Wenn wir sprühen, ist es ganz normales Regenwasser. Das Regenwasser fangen wir über das Dach auf. Wir haben ja ein großes Auffangbecken mit 1 Million Liter Regenwasser. Wow, wie ist es unter der Erde? Unter dem Gewächshaus. Heftig. Ja, wie groß ist das? 1 Million. Wow. Und wie viele Meter? Also das ist so, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Glaube ich, 16 Meter im Durchmesser und bei
weiß nicht mehr, 4 oder 5 Meter tief. Wow. Das Problem, dass ihr hier Schädlinge habt, wenn ihr jetzt so die Pflanzen züchtet, oder hält sich das echt in Grenzen? Das hält sich in Grenzen. Ein bisschen problematisch ist oftmals im Sommer, wenn die Lüftung auf ist, dann fliegen halt von den Äckern irgendwelche Tripse oder Blattläuse rein. Aber in der Regel ist das, wenn man das gut kontrolliert, teilweise arbeiten wir auch mit Nützlingen, die wir einsetzen. Cool. Und viele Schädlinge, wenn ein kleiner Befall ist, sobald die ins Wasser kommen, ja, ist vorbei. Sind ja Landtiere dann in dem Moment. Genau. Ja. Alles grün, also ich sehe keine keine Pflanze mit Mängeln, aber... Doch, ich sehe schon ein paar. Ja? Der Qualitätsanspruch. Nee, es gibt ein sehr ausgeprägtes Qualitätsmanagement. Also jede Pflanze hat einen Steckbrief, wo die Pflanze genau beschrieben wird. Und wir erarbeiten ja auch jede Woche die Stockliste, wo wir auch dann gucken, ist genügend lieferbar, damit er auf die Stockliste kann, oder ist genügend da, aber die Qualität entspricht nicht ganz, zu klein, irgendwelche andere Probleme. Cool. Dann wird entschieden, meistens von meiner Seite, ob das in den Verkauf geht. Machen wir oder nicht. Ja, ja. Das können nicht zu viele entscheiden, weil sonst wird man nie fertig. Unsere Mitarbeiter sind im Prinzip alle teilweise schon sehr, sehr lange im Betrieb. Wir haben viele gelernte Gärtner, aber viele sogenannte Hausfrauen, die aber auch alle in ihrem Gebiet, in ihrem Fach alles perfekt wissen. Und, ja. Ist natürlich, jetzt kommen wir in die Jahreszeit, wo es am schlechtesten wächst. Das heißt, die Tage werden immer kürzer. Wir haben ja fast nur Tropenpflanzen oder Subtropenpflanzen. Das heißt, in den Tropen ist ja der 12-Stunden-Tag. Den 12-Stunden-Tag haben wir im Frühjahr und im Herbst. Das heißt, im Frühjahr und im Herbst gibt es die schönsten Pflanzen. Dann, wenn die Charakteristik vom Habitus her. Ja, ja. Im Sommer ist oftmals das Licht viel zu viel. Da reagieren die Pflanzen auch nicht so vorteilhaft. Und im Winter ist es einfach Mangel. Und aus dem Grund haben wir in den hinteren Produktionshäusern Zusatzbeleuchtung. Okay. Ja. Die morgens läuft zusätzlich und abends. Damit man auf die Stunden kommt. Da wird der Tag künstlich verlängert. Optimal. Jetzt sind wir die Sprühanlage. Das ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, damit die Pflanzen relativ weich wachsen. Das heißt, die Überführung ins Wasser ist dann viel einfacher. Okay, weil die halt Emmas wachsen und theoretisch sind die Blätter schon halb Unterwasserblätter. Das E-Mäse kann man, wie gesagt, steuern, dass es sehr harte Blätter gibt oder sehr softe Blätter. Wir haben sämtliche Funktionen, wie jetzt Lüftung, Schattierung, Sprühanlage, Bewässerung, macht alles der Computer. Auch die Düngung macht der Computer. Krass. Natürlich nach den Werten, die wir angeben. Und man muss natürlich, es wird ja gemessen über Sonden, der Computer kann anzeigen, pH-Wert 6,5. Und wenn ich da wochenlang drauf gucke und 6,5 sagt er, ist vielleicht die Sonde kaputt. Das heißt, er sollte auch immer wieder mal per Hand nachmessen im Düngebecken, stimmt das, was er anzeigt. Weil das ist fatal. Ja, wenn man das nicht mitbekommt. Wenn man es sieht, dann ist es schon zu spät. Das ist viel zu spät. Das Daumen braucht man den grünen Daumen. Ja, Musik ist wichtig. Auch für Pflanzen. Auch für Pflanzen. Ist das abgeschirmt, damit die jetzt ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit haben? Oder? Ja, das ist, dass sie nochmal ein spezielles Klima haben. Also in internen Kreisen wird das hier als Bierzelt genannt. Warum auch immer, weil das jetzt hier ist. Das ist jetzt Lagenandra Mebolde, jetzt schon, das ist jetzt in Vitro-Produktion. Nee, warte. Pets produziert. Was eine sehr mühselige Arbeit ist, die einzelnen Puschel da hinzusetzen. Super. Das ist nur Kryptogerin. Alles Kryptogerin. Es gibt ja auch so viele Kryptogerine-Arten. Ja. Also es ist berechtigt, dass hier so viel Platz. Ja, es gibt noch viel, viel mehr sehr schöne Arten, die sind aber schwierig für den Normal-Aquarianer zu halten. Alles liebevolle Handarbeit. Das ist die Rückseite der Versandanlage. Als Rohware und wächst dann bei uns zu Ende. Also Aquarienpflanzen aus dem Salzströmer. Anschalten geht im ganzen Finninger Dorf wie ein Timmer. Weil das ist.